Mal die Reifen einstellen. Ja. Mhm. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, Erfolg und dass wir ein Rennen zu Ende fahren dürfen. Das wünsche ich euch auch. Bei mir wünsche ich euch auch. P1 und 3 fahren auch auf Rot bei mir. Puh. So, kalte Reifen schon mal. Mhm. Und viel Benzin. Denk dran, in den Kurven ist dieser Track berüchtigt für Ghost Contacts. Auf der Geraden geht's. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Oh, schlechter Start. Oh, da war ich voll überrascht gerade, ey. Wir stehen noch nicht im Grid. P4. Okay, Michael, be ready. Watch for the lights. Go! Car left, clear left. Car left, clear left. Ich und meine Starts, ey. Good start, mate. Mein Start war gut, bin auf P2. Weiter so. P2. Mein Rennen ist quasi schon im A. Was ist los? Ich hatte einen kleinen Einschlag. Flügel kaputt. Ich könnte kotzen, ey. Sebastian, wo bist du? P7. The leader's just done a 121.2. Ja, that lap was a 121.9. Könnte wieder mein Start sehr viel gut machen. Behind is now 1.7.
Crash, erste Kurve. Letzte Kurve wird jetzt schon schwierig bei mir. You've just done a 122.4. Ja, fangen auch jetzt an, schon Untersteuern zu haben. André, warst du in der Box? Jo. Attention to track limits, please, Michael. P2. Das war ja mein Rennen am Freitag. Kann trotzdem noch P12 werden. Der erste fährt mir hoffnungslos weg, aber stört mich nicht. The gap behind is now 3.0 seconds. P3 fährt auf Gelben leider genauso schnell wie ich auf Rot. Oh, Alter! Geh mir aus dem Weg! Scheiß Idiot! Mann, fuck you! Alter! New fastest lap for Smythe, 119.4. Eine blaue Flagge, Idiot, hat sich vor mir gedreht und war sehr langsam und unvorhersehbar. Jetzt habe ich einen beschädigten Flügel. Ja. Scheiße. Hieß der Lange? Sorry, zu früh.
Was? Ich sagte, hieß der Lange. Ach so. Der blaue Flagge-Idiot. So, hab ich akustisch nicht verstanden. Nee, Sebastian Linden heißt der. Ernsthaft? Ja. Oh. Der hat Probleme derzeit in VR mit seinen Overlays. Und der Performance. The gap behind is now 3.0. The gap in front is increased to 7.4. Ist aber noch deutlich vor mir rausgekommen. Ich habe aber nochmal die gelben genommen. Wenn die Gelben schon überhitzen so stark bei mir, sind die Roten wahrscheinlich noch schlimmer. Wie gesagt, ich bin Runde 2 reingekommen und bin danach einfach nur dreimal rot gefahren. Das ging auch. Und wenn ich das schaffe, hätten wir es auch geschafft. Die Roten werden halt irgendwann 2 Sekunden langsamer, aber da bleiben sie dann auch zu super lange. Wie lange muss ich hier jetzt dann fahren? 18 Runden oder so, ne? Ja. Also jetzt noch 10 oder 9, keine Ahnung. Ich denke auch dran, dass du eine Runde weniger fährst als der Runde. Ja. Na, noch nicht. Aber es wird irgendwann so kommen. Ja, P3 holt mich jetzt auf Gelb. Er fährt stark. The gap to Radley behind is now 0.8. Alright, Michael, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Car right. Right side's clear. Don't give up. Keep him under pressure.
Hallihallo. Hallo. Hi. Ich wollte nicht im Rennen stören. Michi, hast du Jan was zu essen angeboten? Ja, alles gemacht, alles geklärt. Okay, super. Weil die Nachricht war nicht gelesen, ich wollte nur sicher gehen. Klingt so, als wäre unten fertig, dann viel Erfolg noch euch. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Tut mir leid. Alles gut. Hatte schon Angst, dass es Jagger ist. Hatte ich auch. Left side. He's still there. Clear left. P4. Bad luck, Michael. Come on, don't let him get away. Your lap times are dropping off. Come on, stay focused. Jetzt P4. Sehr schön. Immerhin einer. Zwei Plätze schlechter, als ich am Start war, aber okay. Ich bin 10 Plätze schlechter. The guy behind's catching. The gap's now 0.6. Let's see how wide you can make this thing. P5. Car left. Clear left. Anbleiben, come on. Come on, keep pushing. Front is now 1.0. Kein DRS. P5. Boah, der hat mich gerade überholt, der 15. Und hat in einer halben Runde seit 3 Sekunden weggefahren. Das? Ja, da scheint wahrscheinlich noch mehr kaputt zu sein. Guck doch mal auf deinen Knopf. Hm? Guck doch mal auf deinen Knopf. Auf den Knopf? Statusbericht. Habe ich nicht. Der ist super sinnvoll für sowas. Unbedingt belegen. War auch nur 53 halbe, also sehr schlecht. The lead is pitting now. P6. Bradley is now leading. On your left. Clear left.
P4. No, Michael! Come on, mate, defend your position. The driver in front of us is Silver. Gap 2, Silver, in front is now 1.0 seconds. Letzte Kurve hat sich jemand gedreht. The gap behind has now decreased to 2.6 seconds. P3. We've been warned about track limits. Ich fahre jetzt meine 17. runter auf Rot und gehe dann rein auf Gelb. Aktuell zurück auf P3 durch andere Boxenstops. May, it's getting closer. The gap's now 1.2 seconds. Watch your speed. The pit lane speed limit is 60 kilometers per hour. You've got loads of fuel. P12. Ich bin gespannt, was hier daraus wird. Fastest lap for Smythe, 118.8. Silver is now in the lead. Pit exit's clear. Left's clear, left. Fix the damage. Also ist irgendwas kaputt. Ja.
Daher auch die bescheidenen Zeiten. Oh Gott, ich habe ein Ping Monster vor mir. Bist du gut vorbeigekommen? Car right. Clear right. Und P2 sind dann abgeflogen. Come on, Michael. Nicely done. Doyle? Ja. P11. P11 jetzt. Raus. P9. P9. Sector 1 is 1.4 off the base. 21.6 gefahren. Ach, gelb. Das ist ganz ordentlich, ne? Jo. Jo. Sehr viel Pech mit Track Limits. Oder sehr viel Unvermögen. In welchem Bereich? Ja, ich hatte sehr viel Track Limits gesammelt. Das ist schon 13 Seconds. Ja, in welchem Silver Bereich für die Track Limits sammelt? In den ersten 4 Kurven. Okay. Also in den SS da. Smythe is leading the race. Oh, Silver ist lange in den Pits. Er ist auf 1 gerankt. P7. P7 jetzt wieder. Die fahren alle merkwürdige Strategie. Oder waren schon in der Box am Anfang und hatten dich dann auf Rot überholt oder sowas.
Hoffentlich habe ich durch den Schaden nicht wieder einen höheren Spritverbrauch wie in Suzuka. Ja. Oh ja. Guck, achte mal, meiner ist 1,51. Average? Ja. P6. Ja, 2. Aber noch passt es. Okay. Ich habe auch ein Kilo mehr mitgenommen, ich weiß nicht. Dann mach ein bisschen Lift and Coast vielleicht, wo du kannst. Ja. Also je nachdem, wo du natürlich bist. Auch 2 Average. Weird. Ja gut, ihr habt beide den Frontwing Schaden gehabt. Hast du den Button belegt, Sebastian? Für Schadensanzeige? Nur von Fuji selbst. Also nicht von iRacing. Belegt euch den unbedingt, der ist wertvoll dafür, weil dann weiß man, ob man noch was hat oder ob alles wieder top ist. Das sagt er eigentlich. Ja, ich hab's halt jetzt in der Box erfahren. Ja. Aber eher wäre schöner gewesen. Oh Mann, du Fuck-Idiot hier. Lebst du noch? Ich lebe noch, aber habe jetzt ein Drive-Through. Wegen Car-Contact. Mist. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hat sich jemand auf neuen Reifen gedreht? Und vor wem natürlich? Ja, okay. Mein Gott. Und sowas im Top-Split. Da hätte er ja lieber mich dabei gehabt. Ehrlich mal. Wir hätten dich liebst am liebsten in jedem Rennen dabei. Ich arbeite dran. Wir auch. Ich könnte mir vorstellen, am Ende Soft, Medium, Medium zu fahren, weil es bei mir sonst glaube ich auch nicht reicht mit den Reifen. Und ich fahre auf Rot halt auch überhaupt nicht schneller als auf meinen Mediums gerade. Man weiß nicht, warum es was ist, was es bringen soll. Und Training gemerkt, dass ich nicht viel schneller bin. All right, Michael, you're reeling. Dukes in. The gap is 2.3. Ja, vielleicht die ersten 3-4 Runden, ne? Aber dann. Ja. Hinter mir ist ein Überrundeter, der sich entrunden will. Das ist immer super gefährlich.
Car right. Clear right. Nice pass. Dukes is reeling you in. The gap's now 1.1 seconds. P4, sector 2 is 0.7, off the pace. The gap ahead is now 18 seconds. Ich werde den wohl vorbeilassen müssen, das bringt nichts. Das macht sonst mir hier das Rennen kaputt. The track temperature is decreasing. It's now 27 Celsius. Car right, clear right. Kann ich vorbeigelassen. The leader, Smythe, is pitting. Amore is reeling you in. The gap's now 1.0 seconds. Left side, clear left. Wie lange fahrt ihr die Gelben jetzt? 22. Ich habe jetzt rote drauf. Die
Ich denke so bis zur 44. Runde oder so. Und dann bist du Ende rot oder was? Ja. Wie gesagt, die Roten halten am Ende problemlos 17 Runden. 59 minus 17 sind 42, da kannst du wechseln. Bedenkenlos. Okay, danke. P5 bei mir, der hat gleich Punkt P6 geholt. P5. Right, right side's clear. Come on, mate, defend your position. Gap to May ahead is increasing. It's now 0.8. Ich fahre auf Gelb halt immer noch 23er Zeiten. Oh ja, jetzt habe ich mich hier entschieden. Ich fahre jetzt 2 Stopp. Okay, Michael, that's half distance. You're looking good for fuel. 6th place. Okay, sieht doch P6 oder P7 aus am Ende. Das ist so bitter, ich kann gerade P6 wegfahren. Sechs Uhr morgen früh, sage ich ja nur. Kann ich nicht, Werkstatttermin. Um 6 Uhr? Ja. Diese Strecke hat so einen endlosen Trance-Zustand irgendwann. Weil man die ganze Zeit nur Kurven fährt. Manchmal wird man so ein bisschen schwummerig. Vor allem immer so schnelle Kurven. Ja. Das ist einfach nur so ein Blur, so blub, wischiwaschi. Du musst ja links mal so voll in der Eisen gehen oder so, ne? Ja. Ich fahre, desto mehr liebe ich die Strecke. Macht ja auch mega Bock. The gap to May ahead is increasing. It's now 2.6 seconds. That's a new fastest lap for Smythe, 118.3. Oh, 18.3 ist jetzt der erste gefahren. Auf Rot. Das ist eine Ansage. Puh. Und direkt im Tow. Nee, ne? Der erste hat sich gecrashed, nachdem er eine 18.3 auf Rot gefahren ist. Da wollte er wohl zu viel. The gap to Dukes behind is now 7.0 seconds. P5. Ja, die sind noch nicht, wenn sie nicht auf Temperatur sind, geht es hier sehr schnell.
yellow flag. Der sich bei mir zurück überrundet hat, ist auch gerade in der Bande gelandet. Auch dann over. P2 ist für uns auf hart. Wie heißt er? Kevin Antonio. Okay, kenn ich nicht. Hatten wir im Open Wheeler Discord ja besprochen. Ist schon valide, aber meistens halt, weil du dann nicht mehr kämpfen kannst, nicht unbedingt das Geilste. Irgendwie hat es ja auch was, dass man permanent so seine Geschwindigkeit ein bisschen verringern muss, jede Runde, damit man weiterfahren kann. Also gerade T1, da merkt man das, finde ich, extrem. Fährt man mit 150 nach frischen Reifen rüber und dann am Ende nur noch mit 120 hoch. The gap to May ahead is increasing. It's now 4.5 seconds. Auch endlich wieder schnelle Reifen haben. Gap to May ahead is increasing. It's now 5.2 seconds. Mayford fährt von mir auch ein starkes Rennen auf, der kann ich nicht anders sagen. So schnell kann ich nicht. Fährt jetzt mit 22,4 auf Gelb mit 20 runden alten Reifen. Das ist für mich unverständlich. Oder nicht machbar. P5.
the gap to Silver. Behind is now 5.7. Zweite S fahre ich am liebsten, das finde ich mega geil. Ja, wenn die Reifen frisch sind. Auch so, ich mag dieses Runterschalten im fünften Gang, wenn man da links, rechts fährt, und die ist ja viel schneller als das erste S. Die fahre ich echt gerne. Jetzt gelb geholt, ich verstehe. Gap to Silver behind is now 3.9 seconds. The gap to May ahead is now 9.2. Wie läuft's bei euch? Naja. Fahr ein letzter Platz, also. Du bist letzter? fahr einfach vor mich hin. Ist André vor dir jetzt? Ja. Wir kämpfen noch um Platz 12 heute. Naja, das habe ich doch aber auch gesagt, das ist doch nicht nichts. Was ist SOF bei euch? 3-3. Das ist schon hoch. Car left. Still there. Clear left. Ja, Top 10 wären dann locker drin gewesen, ne? Come on, Michael. Ja, don't let him get away. Wie es halt nun mal so ist. The gap in front has increased. It's now about 2.2 seconds.
Alter. Der wollte doch da nicht ernsthaft überholen. Ich verstehe es auch nicht, dass sie das an den unmöglichen Schildern fällt. Mann, ich will in die Box, du Idiot! Hast du es noch geschafft? Ja, ich müsste aber vorher abbremsen, damit er vorbeikommt. Will er mich da außen überholen, ey, und ich will in die Box fahren. Ich habe die Rubber-Warnung. Ich geh jetzt rein. Habe ich ein Penalty? Ich krieg hier die Krise. Du hast ein Penalty wegen zu schnell fahren? Pit-Entry, ne? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Letztes Mal hat es immer so funktioniert. Das ist dann für dich bei 12, Sebastian. Hast du jetzt die Penalty oder nicht? Hast du jetzt eine Penalty bekommen? Ja, ich habe die gerade abgewürfen. Scheiße. Watch your speed limit in the pits. It's fine, you got loads. Ich bin das letzte Mal zum Boxenstopp auf P3 reingefahren. Gehe jetzt auf Rot. There's a car behind. Stay inside the line. P7. Hab ich ja gesagt, es geht um P6 oder 7. Wallet behind is pitting. The gap to Dukes ahead is now 0.9. Zum letzten Mal in der Box. On your right. Clear right, P5. Well done, Michael. Good pass. Eyes front. Ja, ohne Penalty hätten wir noch schön kämpfen können. Ja. Vielleicht. The gap to Denk dran, die letzten Runden dann, ERS zu benutzen. Auf 0.
Also nach vorne ist bei mir der Drops gelutscht. Die Frage ist, ob von hinten noch was kommt. Left side, clear left. Jetzt Vorsprung auf Rot rausfahren, auf den auf Gelb fahrenden hinter mir, weil der am Ende dann nochmal eine Sekunde, zwei schneller fahren wird, die letzten vier Runden. Das heißt, ich brauche 8 Sekunden Vorsprung. Dukes. Bist du behind P13, now, André? 5.0. Ja. Ist noch jemand hinter dir? Nee. Bei uns fahren noch 12. Nein? Ach, weiß ich nicht. That was 120.6. Ich fahre 20.6 jetzt auf Rot. Solide, ne? Aber nicht gut. Ich sehe, die ersten vier fahren alle 19er. Ich fahre auch gerade 19,5er. Ja, das fahren die hier auch. Würde ich auch gerne. Dafür mache ich irgendwo noch einen Fehler fahrerisch. Also irgendwo bin ich langsamer, das ist auch mir egal. Sich darüber dann Gedanken zu machen. Der führende 18,2. Was sind noch 13 Runden, kann noch einiges passieren. Oh, da hat sich einer zerlegt. P11. Oh. Sehr schön. That lap was at 121.0. Wie soll mehr Nelsi als Eichhörnchen, ne? Aber das wird schon interessant. Also P11, denke ich mal, wird so viele Punkte haben, wie ich jetzt hier auf P5 oder 6 auch. Ziemlich sicher. Für uns ist es spannend.
Was sollst du sacken? Suck it up? Mhm. The gap to Duke's behind is increasing. It's now 8.4 seconds. Ja, die 8 Sekunden auf dem Gelbfahrenden habe ich jetzt. Last lap was a 21.0. Fühl wie frische Turnschuhe, ne? So rote Reifen, neu auf Mugello. Ganz besonders. Ja, immer ein schönes Gefühl. Ja. Also ich kenne keine andere Strecke, wo das Gefühl dermaßen krass ist, wenn man die roten Reifen kriegt. Die ganze Zeit. Das stimmt. Jetzt wo du es sagst. Sector 1 is 1.6 seconds off the pace. Track temperature is decreasing. It's now 25 Celsius. 25 Grad Strecke, was habt ihr? The gap to Duke's behind is increasing. It's now 10 seconds. 25.6. Jetzt fahre ich die gleichen Zeiten eigentlich wie die vor mir auch. Den benutzten roten Reifen. Ich frage mich, wo ich dann das alles verloren habe. Das ist eine spannende Analyse vielleicht nachher. Echt, der erste sind auf Rot. Ja, der erste Sinn auf Rot war auf jeden Fall das, wo ich so krass zurückgefallen bin dann am Ende. Ja. Aber der geht ja nicht anders, wenn man so fahren will wie ich hier.
The gap to Duke's behind is increasing. It's now 12 seconds. Ohne Fehler sollte bei mir nichts mehr anbrennen. Mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Das heißt, ihr 11 und 12? Ja. Auch mit Fehler brennt er mir nichts mehr an. Weil du letzter bist? Richtig. Was sagt der Sprit? Alles gut. Mein Average ist 1,5. 2,04. 1,99. Und ich habe Fuel at End bei mir 3,59. 3-0. Das kann doch eigentlich alles gar nicht sein. Ich glaube, wir rechnen mit verschiedenen Einheiten hier. Kann so sein. Das sind bei uns Kilo und bei Michael Liter. Ja. Wobei das eigentlich das gleiche sein müsste. Nee, nicht unbedingt. Mein Benzin ist ein, weiß ich nicht, gefühlt ein bisschen dickflüssiger als Wasser. Also minimal. Dadurch vielleicht auch mehr Gewicht. Ah, okay. Oh, was wiegt mehr? Keine letzte Zeit. Ah, der hat nochmal gestoppt. Stark. Ah, okay. P2, 3 und 4 sind alle 16 Sekunden vor mir. Da geht noch was. Gap to Duke's behind is now 14 seconds. Jetzt nochmal? Ja. Dann will ich die schnellste Rennrunde holen. Ach, noch eine kleine Mission. Ich werde da keine extra Punkte dafür. Nee. Schön Spaß. Astrid ist nochmal in den Pits.
Holz. Bin ich schneller als Platz 2 und 3, ey. Kacke. Sind die im Weg. Ich glaube nicht, dass ich die kriege mit dem kaputten Auto. 18,2 ist schon eine Ansage. Ohne DRS. Ja. Mein okay, dritter Incident. Die kämpfen da um Platz 2 und 3 und nichts passiert da vorne. Ich fass es nicht. Du sagst es und bei mir fand sich gerade die Karre kaputt. P2 und 3. The gap to Dukes. Behind is increasing. It's now 15 seconds. Das bedeutet P9. Fahren aber beide noch. Scheiße. Na, die gehen aber bestimmt an die Box. Wie viel Vorsprung haben sie denn noch mal? Nee, der vor mir nicht. Der fährt weiter. Der ist eine Runde vor dir? Ja, ja. Ja. Auf drei Runden oder wie viel sind es vor euch noch? Zwei? Zwei. Nee, letzte Runde. Two to go. Oh, jetzt macht er mir hier meinen... Mann, ey. Oh, hier läuft aber heute auch gar nichts. Jetzt steht der hier mir im Wege rum. Platz 2. Auch jetzt letzte Runde. So ein Drecksrennen und trotzdem Zwölfter. Das ist wieder so ärgerlich. Ich bin gespannt auf die Punkte. Ich würde sagen, fast alle gleich. Irgendwas so mit 90 Punkten. One more lap to go. Glaube ich nicht. Doch. Lass dich 90 Punkte haben. So, was habe ich denn in der Runde 2 eigentlich für eine Scheiße gemacht? Warte, lass doch gleich im Discord zeigen für alle. Ja, das ist nichts Besonderes. Das Auto rutscht mir einfach weg. Achso. Der Rucklauf kommt mir durch. Ja. Anfängerfehler. Krass, ich hätte tatsächlich eine Runde früher reinkommen können. Meine Zeiten waren am Ende auf Rot, alles stabil bis zur letzten Runde. Hm. Also, früher hätte ich es nicht gemacht. Aber ich glaube, das ist mein erstes komplett fehlerfreies Formel-1-Rennen. Rutsch. Stark. Ja. Ich kann mich auch noch an keins erinnern. Ich hatte nicht einen Ausrutscher, nicht einen Wegrutscher, nicht einen weirden Gasgeber, gar nichts.
Durchgefahren, also. P5. P5, that's it, we're done. Und hier ist vorne, glaube ich, die Aufhängung kaputt gegangen, ein bisschen. Hatte halt einen super Start am Anfang von P4 auf 2, dann den merkwürdigen ersten Stint, wo mich am Ende dann alle überholt haben. Und dann habe ich halt durch meine Zwei-Stopp-Strategie am Ende P5 gefahren. Ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt zeigen könnte. Es gab bei mir wirklich gar nichts. Ich habe Leute, die viel schneller waren als ich, halt alle immer vorbeigelassen und bin ansonsten einfach mein Rennen gefahren. Also ich habe 60, Sebastian hat 73. Okay. Und ich? Geht doch noch nicht. Naja, Split fehlt noch. Jetzt ist er da. Michael 92. 92. Vier mehr 92. Als, vier mehr als Jagge noch gekriegt. Juhu! Was ist eure Sebastian. Und wenn das Rennen normal gewesen wäre, hätten wir 109, 121 gehabt, sage ich. Ja, locker. Ja, bestimmt so P6 oder 5 oder 7. Irgendwo sind wir in der Richtung. Was ist eure Average Lap Time? Ich weiß, die ist durch die Sachen total getainted, aber würde mich trotzdem. Ja, gut, ich habe jetzt alleine durch den, da ich 5 Stops hatte. Ich war heiß. Habe ich nur 25,4. Okay. Und du, Sebastian? Habe ich noch nicht gesehen jetzt. Ich wollte mir gerade mal Start anschauen. Ich habe eine 1,23,9, das wäre bei euch. Ja, wäre bei euch P8 gewesen. Ja. Ja. Wenn 109. 109 Punkte? Ja. Oder halt auch einer weniger, es hätte keinen großen Unterschied gemacht. Aber ja, aber eigentlich wäre ich ja vor P9 gewesen. Ja, obwohl, ich wäre P9 gewesen. 97 Punkte. Das wäre im Top-Split gewesen. Aber ich hätte halt auch genauso perfekt fahren müssen. Lustigerweise ist da ein Texaner mit einem ähnlichen I-Rating wie ich gelandet auf P9. Sebastian minus 7, André minus 27. Und ich? Plus 36. Plus 36, naja. Gut. Ja, wollt ihr noch irgendwas zeigen? Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wo ist denn in 2 Wochen überhaupt? Ja, das sollten wir noch zeigen. In 2 Wochen geht es weiter mit dem... Imola, oder? Ach du Scheiße, Sebring. Sebring! Schön, den mag ich gerne. Der Sebring, was habt ihr denn da Sebring? Bin ich letztes Jahr auch rausgeflogen, kurz vor Schluss. Das weiß ich noch, stimmt. Und dann kommt Imola und dann Long Beach. Da freue ich mich gar nicht drauf. Long Beach war mein bestes Ergebnis bisher, P2. Das war das beste, das war ein fehlerfreies Rennen. Long Beach. Da bin ich Zweiter geworden. Ein fehlerfreies Rennen auf Long Beach? Wow. Yo. Da darf man auch keinen Fehler machen. Richtig. Ja, stimmt. Sonst ist das Ende. Gut. Also, ja, also Imola ist ja nun überhaupt nicht mein Ding, obwohl das mit dem Formel-1-Auto ja sogar geht. Aber da habe ich immer wenig Pace. Und danach kommt Circuit Gilles Villeneuve. Die mag ich wieder ganz gerne. Barcelona fahre ich super gerne. Red Bull Ring gerne. Oh. Silverstone gerne. Hungaroring gar nicht. Geil. Ja. Ja, Hungaroring mag ich nicht. Spa ist halt immer okay. Sandford ist gut. Monza ist okay. Aragon bin ich noch nie gefahren. Besitze ich noch nicht mehr die Strecke. Ich auch nicht. Muss ich noch machen. Am schlimmsten ist Amerika. Secret of the America. Finde ich ganz schlimm. Den finde ich super. Kota finde ich ganz beschissen. Gut, also das ist der Ausblick. Ist ja ein bisschen was hin. Am 3. Mai geht's weiter. Wann fahren wir nochmal 24 Stunden? Ich glaube am 18. Mai. 18. Mai. Schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt, alle AWA Racing Fahrer sind am Lenkrad. Tschüss. Also Imola. Tschüss.